So, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Iris Spranger, ist sie noch da? Ja, da ist sie ja. Entschuldigung, habe falsch geguckt. Also, um es klar zu sagen, auch die Linke ist für bezahlbare Sozialmieten, für einen sozialen Versorgungsauftrag der städtischen Gesellschaften und auch für den Wohnraumförderfonds. Und trotzdem können wir Ihrem Gesetz nicht zustimmen, und das werde ich im Weiteren erläutern. Weil die Forderung nach bezahlbaren Mieten und Stopp der Verdrängung ist dringlicher denn je. Deshalb gab es das Mietenvolksbegehren mit seinem großartigen Erfolg. Und nur deshalb, seien Sie ehrlich, gibt es heute das Gesetz. Das ist und bleibt ein Erfolg und ein Verdienst der Initiative. Der Senat ist zunächst massiv dagegen vorgegangen. Eine rechtliche Einschätzung aus dem Hause Henkel gibt es bis heute nicht. Sie blieb genauso wie Horrorzahlen Drohgebärde des Senats für Gespräche jenseits von Augenhöhe. Deshalb verbietet es sich für uns zumindest, von einem Kompromiss zu sprechen. Senat und Koalition schmücken sich also heute mit einem Gesetz, das vom Mietenvolksbegehren weit entfernt ist. Und deswegen können wir nicht zustimmen und haben umfangreiche Änderungsvorschläge erarbeitet. Wenn Sie dem zustimmen, dann könnten wir zustimmen, dann hätten wir eine Alternative. Die Initiative trat an, um die Mieten in Berlin bezahlbar zu machen. Speziell der soziale Wohnungsbau und die städtischen Wohnungen sollen diesem Zweck dienen. Was bringt nun dieses Gesetz? Die Mieten im sozialen Wohnungsbau werden überhöht bleiben, weil das Kostenmietrecht bleibt. Und wenn hier immer erzählt wird, man kann in einem halben Jahr irgendwie keine große Reform machen, dann sage ich Ihnen, diese Prüfung läuft seit 2010. Und seit 2010 sind Sie nicht bereit, das Kostenmietrecht zu reformieren. Selbst der Einfrierungsgrundsatz, nach dem Mieten nicht sinken, obwohl Kosten sinken, bleibt erhalten und auch die Absurdität rückwirkender Mieterhöhungen. So verdienen sich Private mit dem sozialen Wohnungsbau weiterhin eine goldene Nase. Die Mietensubvention, die wir im Grundsatz richtig finden, kann allenfalls eine Brückenlösung sein. Aber auch als Brückenlösung muss sie zu tragbaren Mieten führen, und das tut sie eben nicht. 30% des Einkommens für die Netto-Kaltmiete sind zu viel. Wir wollen die Gesamtmiete als Maßstab und fordern, dass endlich eine soziale Richtsatzmiete eingeführt wird. Warum Senat und Koalition diese Möglichkeit nicht nutzen, Eigentümer an den Kosten der möglichen und notwendigen Mietsenkung zu beteiligen, das bleibt ihr Geheimnis. Anders als die Initiative hätte das Parlament eben hier handeln können und auch müssen. Die Koalition aber lehnt es ab. Und weil das so ist, schlagen wir Ihnen heute zusätzlich zu Ihrer Entschließung auch eine Entschließung vor. Das ginge übrigens ganz einfach. Die Aufwendungsdarlehen werden bekanntlich deutlich oberhalb der heute marktüblichen Zinsen verzinst. Diese Zinssätze sollen von der IBB auf das marktübliche Niveau abgesenkt werden und der dadurch entstehende Spielraum für Mietsenkungen genutzt werden. Das ist nur eine einzige Aktion dieses Senats und kann heute beschlossen werden. Außerdem soll sich das Abgeordnetenhaus verpflichten, weitergehende Rechtsgrundlagen zur Mietsenkung noch in dieser Legislatur zu beschließen, eben nicht so unverbindlich wie in Ihrem Entschließungsantrag, sondern eine klare Selbstverpflichtung, auch mit einer klaren Fristsetzung. Wie gesagt, nach dem Senatsgesetz sollen WBS-Berechtigte bis zu 30% ihres Einkommens für die Netto-Kaltmiete in städtischen und in Sozialwohnungen aufwenden. Wir sagen, nicht mehr als 30% des Einkommens für die Gesamtmiete und folgen damit im Übrigen dem Maßstab der Rechtsprechung, die alles über einem Drittel als unzumutbar ansieht. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Mit dem Senatsgesetz kann es übrigens noch schlimmer kommen. Die Mietzuschüsse sollen bei 2,50 gekappt werden. Das hat auch eine zynische Logik, weil ja die absurden Kostenmieten nicht geändert werden und die Kosten für die Mietzuschüsse aber nicht aus dem Ruder laufen sollen. Das Ergebnis ist dann sozial grotesk, und es wird nicht nur wenige treffen. Und auch deshalb schlagen wir vor, die Möglichkeit jährlicher Mieterhöhungen um 13 Cent pro Quadratmeter und rückwirkender Mieterhöhungen auszusetzen. Es wäre übrigens schön, wenn hier mal klargestellt würde, ob denn die jährlich 13 Cent rauf, ob die dann auch sozusagen unter diese Kappungsgrenze fallen. Wir finden, der soziale Wohnungsbau muss endlich sozial werden, und mit diesem Gesetz wird er es eben nicht. Und was ist mit den Sozialwohnungen ohne Anschlussförderung? Hier hat der Senat die pauschale Befreiung von der Belegungsbindung jüngst aufgehoben, aber dennoch bleiben diese Wohnungen für eine soziale Wohnraumversorgung verloren.
Bei Neuanmietung gilt der Mietzuschuss nicht. Für Bestandsmieter, und wir reden immerhin von 28.000 Wohnungen, wird die Miete, die über 10 Euro pro Quadratmeter hinausschießt, für den Mietzuschuss nicht berücksichtigt, obwohl der Vermieter jederzeit, und das wissen Sie, die volle Kostenmiete von 13 oder gar 19 Euro verlangen kann. Die aktuellen Fälle in der Koloniestraße oder in der Schöneberger Straße sprechen da eine eindeutige Sprache. Damit hat natürlich auch die Belegungsbindung überhaupt keinen Sinn. Notwendig wären stattdessen ein Verbot fiktiver Kosten und ein verbindlicher Weg hin zu einer Systemänderung bei den Kostenmieten mit einem externen Expertengremium. Und was sollen wir jetzt mit dem landeseigenen Wohnungsbestand machen? Wir finden es gut, dass deren sozialer Versorgungsauftrag gesetzlich formuliert und die de facto sowieso nicht bestehende Gewinnabführung auch rechtlich ausgeschlossen wird. Aber die Regelungen zur Miethöhe, die dem Mietenbündnis entspringen, sind eben nicht sozial tragbar. Warum darf denn zum Beispiel die ortsübliche Vergleichsmiete nach Modernisierung weiterhin um eine fiktive Betriebskosteneinsparung überschritten werden? Was heißt es denn, wenn Mieten nach Modernisierung 20% über Mietspiegelwerten von 8 oder 9 Euro liegen dürfen? Können Sie einen Moment unterbrechen? Das ist mir. Ich würde mal bitte die Gruppenbildung da hinten auflösen wollen und jeder setzt sich wieder hin oder geht raus. Also nochmal, was ist, wenn Mieten nach Modernisierung 20% über Mietspiegelwerten von 8 oder 9 Euro liegen dürfen? Ist das dann sozial? Und bei umfassenden Sanierungen gibt es überhaupt keine Kappung. Mit voller Wucht trifft die Modernisierungsumlage weiterhin alle Mieterinnen und Mieter, auch wenn sie nur 9 statt 11% beträgt. Auf Bundesebene wird übrigens eine Befristung diskutiert. Der Mieterbund fordert übrigens die Abschaffung. Und deshalb haben wir hier fürs Erste vorgeschlagen, Absenkung dieser Modernisierungsumlage auf 5% und Befristung auf 10 Jahre. Das wäre nicht nur ein wichtiges politisches Signal, das würde auch sehr vielen helfen, die in städtischen Altbauten leben. Und was ist mit der Mitsprache der Mieterinnen und Mieter? Jenseits der unternehmensbezogenen Mieterräte Fehlanzeige. Wir schlagen deshalb vor, umfassende Beteiligungspflichten bei Modernisierung und Bauvorhaben sowie endlich eine Rechtsgrundlage für die Mieterbeiräte, mit denen, über die die rot-rote Koalition auch schon vor Jahren diskutiert hat, wie ich mir erzählen lassen habe, und die die SPD immer nicht wollte, warum auch immer. Wir wollen, dass die städtischen Unternehmen noch mehr für die soziale Wohnraumversorgung tun. 2/3 der frei werdenden Wohnungen und die Hälfte der neu entstehenden Wohnungen sollen miet- und belegungsgebunden sein und nicht nur 55% bzw. 30%. Dafür wollen wir eine verbindliche Eigenkapitalstärkung, anders als der Senat, der es mit einer Kann-Regelung im Gesetz im Unklaren lässt. Auf weitere Änderungen werde ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht mehr eingehen. Zu guter Letzt will ich auch noch mal über die Komplexität dieses Gesetzesvorhabens reden. Gerade deshalb wollten wir ein politisches Gremium etablieren, das die Umsetzung des Gesetzes begleitet und dem Abgeordnetenhaus berichtet und gegebenenfalls Änderungen vorschlägt. Fazit: Soziale Wohnraumversorgung ist ein existenzielles Erfordernis für Menschen mit wenig Geld und eine zentrale staatliche Aufgabe. Mit diesem Gesetz wird diese leider nur unzureichend gelöst. Und deshalb können wir ihm auch nicht zustimmen. Im Übrigen haben Sie Ihre eigene Mehrheit und brauchen unsere Stimmen nicht. Aber ich bin mir sicher, das Thema bezahlbares Wohnen bleibt ganz oben auf der politischen Agenda in Berlin. Vielen Dank.